Hey zusammen, Lotte Sun hier und willkommen zu einem neuen Video. Reden wir mal über Noten. Jeder kennt sie. In der Schule wird man benotet, abhängig von seinen eigenen Leistungen. Das gilt dann auch für die Ausbildung und auch bei der Arbeit gibt es Bewertungen. Wir bewerten unseren Lieblingsitaliener an der Ecke, den traumatischen Zahnarztbesuch oder den Dönermann, der immer eine extra Portion Fleisch reinhaut und dafür ein bisschen Hasenfutter weglässt. Noten sind für uns ein Mittel, unseren Emotionen und unserer Meinung Ausdruck zu verleihen. Und in Zeiten des Internets die ganze Welt daran teilhaben zu lassen. Noten werden aber auch gern mal zur Manipulation von Menschen genutzt. Das kennt ihr sicher. Clickbait. Niemand ist davor sicher und kaum einer kann sich dagegen wehren, den Köder zu schlucken. Selbst wenn wir die Angelschnur direkt vor unserer Nase sehen können. Aber noch schlimmer, Noten werden auch immer wieder als Waffe genutzt. Ob im Konsolenkrieg gegen das verhasste andere System oder einfach als Davids Steinschleuder gegen den bösen Publisher Goliath. Gerade in der Gaming-Branche ist das weit verbreitet und bringt damit das ganze System ins Wanken. Zuletzt auch wieder bei The Medium, das ich für dieses Video gerne als Beispiel nehmen möchte. Wenn man sich die Wertung mal ansieht, dann stellt man fest, dass sie wirklich, wirklich weit auseinanderklaffen. Von der perfekten 100 bis runter zur 30 ist alles dabei. Und nur um das mal festzuhalten, The Medium ist sicher keine 100, aber es ist auch weit entfernt von einer 30. Doch wie kann es sein, dass das gleiche Spiel von verschiedenen Outlets so unterschiedlich bewertet wird? Ein Grund ist zum Beispiel das überaus beliebte und scheinbar auch erfolgreiche Clickbaiting. Hier im 30er Review, in dem das Spiel zum Teil mit völlig hirnverbrannten Argumenten zerlegt wird. Zum Beispiel in diesem Absatz. Da werden Vergleiche gezogen zu Ratchet & Clank Rift Apart. Und vor allem, warum Rift Apart so viel besser funktioniert als The Medium. Also jetzt mal ernsthaft, da wird ein fertiges Spiel mit Marketingvideos eines anderen Spiels verglichen. Ein Spiel, das, wie wir seit kurzem wissen, in 4 Monaten erst erscheint. Ganz ehrlich, das ist so arschlächerlich, dass mir dazu nichts mehr einfällt. Aber klar, The Medium ist ein Xbox-Exklusivspiel und Ratchet & Clank ist PlayStation-Exklusiv. Hier sieht es also ganz klar danach aus, als wenn der Konsolenkrieg gefüttert werden soll. Xbox gegen PlayStation, wie es halt immer so ist. Denn sowas generiert wohl die meisten Klicks. PlayStation-Fans klicken schadenfreudig auf den Artikel und wollen sich dort dann ihre Meinung bestätigen lassen oder sich einfach nur in sozialen Medien drüber lustig machen. Und Xbox-Fans, tja, die sind sauer und klicken drauf, weil sie wissen wollen, was dem Typen denn bitte einfällt. So oder so, man redet drüber und klickt drauf. Ob das in diesem speziellen Fall funktioniert hat, kann ich nicht sagen, aber es funktioniert oft genug. Und genau für diesen Clickbait, oft genug auch um den Konsolenkrieger anzulocken, werden also regelmäßig absichtlich kontrovers schlechte Noten vergeben. Welchen Einfluss das auf das Gesamtergebnis des Spiels hat, ist dabei völlig belanglos für die Seiten. Genauso wenig interessiert es jemanden, wie die Entwickler des Spiels das aufnehmen. Hauptsache Klicks, die Währung des Internets. Aber nicht nur die Outlets bedienen sich solcher Methoden, auch die User Scores sind durchzogen von kontrovers schlechten Noten, dem sogenannten Review Bombing. Call of Duty bekommt beispielsweise regelmäßig von vielen Usern 0 Punkte Bewertungen, einfach weil sie das Spiel nicht mögen oder den Publisher dahinter oder das Geschäftsmodell, auch wenn sie die Spiele gar nicht gespielt haben und auch nicht vorhaben, sie zu spielen. Hier wird also in beiden Fällen das Wertungssystem ganz klar als Waffe missbraucht. Und das ist schon mal der erste Grund, weswegen ich meine, dass das ganze System der Bewertung kaputt ist und in seiner jetzigen Form nicht funktioniert. Aber es ist nicht der einzige, denn abseits vom Konsolenkrieg und Clickbait haben viele Reviewer auch das Dual Reality Gameplay kritisiert. Das Dual Reality Gameplay wurde im Vorfeld als super innovativ und revolutionär angepriesen und wie man auch meinem Review zum Spiel entnehmen kann, war es das am Ende nicht. Doch wenn man sich die ganzen anderen Reviews dazu ansieht, stellt man auch schnell fest, dass das so ziemlich der Hauptkritikpunkt ist, womit man logisch betrachtet ja eigentlich davon ausgehen kann, dass der zum Großteil für die Abwertung verantwortlich ist. Und da möchte ich die Frage stellen, ist das gerechtfertigt? Darf ein Spiel abgewertet werden, weil das Marketing im Vorfeld mehr versprochen hat, als das Spiel am Ende liefern konnte? Ich meine, wir reden hier nicht davon, dass Features versprochen wurden, die im eigentlichen Spiel nicht vorhanden waren. Wie zum Beispiel World of Warcraft, wo vor dem Release gesagt wurde, Spieler bekommen ihre eigenen Häuser, was bis heute nicht möglich ist. Nein, hier ging es nur darum, dass ein Gameplay-Element weniger innovativ war, als das Marketing im Vorfeld es dargestellt hat. Im Grunde spielt sich The Medium aber wie die meisten anderen Spiele dieses Genres, nicht besser und nicht schlechter. Warum wird es dann aber so viel schlechter bewertet als andere Genrevertreter? Darf das Marketing Einfluss auf die Bewertung haben? Und wenn ja, sollte das nicht für alle Spiele gelten? Denn im Marketing wird in den meisten Fällen mehr versprochen als geliefert wird. Nicht weil schlicht und einfach gelogen wird, sondern weil man natürlich versucht, sein Spiel so gut wie möglich darzustellen. Wird denn nicht öfter mal versucht, einzelne Gameplay-Elemente als besonders innovativ zu verkaufen? Nehmen wir zum Beispiel mal The Last of Us 2 mit seinem innovativen Free-Flow-Kampfsystem. Gab's das nicht schon vor 11 Jahren bei Heavy Rain? Oder im Ansatz auch in Batman Arkham Asylum? Wurde da also nicht zu viel von Innovation gesprochen und sollte entsprechend zu einer Abwertung führen?
Okay, ich weiß, The Last of Us 2 ist ein kontroverses Thema. Aber was ist mit Shooter XYZ, mit seiner nie dagewesenen Waffenauswahl und super intelligenten Gegnern? Ganz ehrlich, wenn man lange genug im Gaming ist, dann hat man alles an Waffen gesehen. Und die Intelligenz der Gegner reicht in den meisten Fällen auch gerade noch dafür aus, sich hinter einer Deckung zu verstecken. Oder sollten Publisher jetzt gnadenlos ehrlich sein und bereits in ihren Trailern auf Pop-Ups, Framerate-Einbrüche und strunzendumme KIs hinweisen? Ich meine, klar, das würde uns hier und da sicher ein paar Euro sparen, aber es sollte doch eigentlich auch jedem klar sein, dass uns das Marketing schon eine geschönte Version der Wahrheit präsentiert. In den seltensten Fällen wird tatsächlich schlicht gelogen oder verschwiegen oder sogar direkt verheimlicht, wie im Fall der Konsolenversion von Cyberpunk. Aber deswegen denke ich nicht, dass Marketingaktivitäten zur Abwertung eines Spiels führen sollten. Solange nicht wirklich gelogen wird, klar, das wäre ein anderer Fall. Aber es gibt noch einen Grund, warum ich das System in seiner jetzigen Form für kaputt halte. Und ich denke sogar, das ist der wichtigste Grund. Für die Recherche zu diesem Video habe ich mir die meisten Reviews zu The Medium durchgelesen. Und wenn man nur auf den Text achtet, stellt man schnell fest, die klingen alle ähnlich. Nahezu alle Reviews heben die gleichen Stärken und Schwächen hervor. Das 100er Review, die 70er Reviews, die 50er und so weiter. Okay, das 30er fällt ein bisschen aus dem Rahmen, weil es die Story auch noch kritisiert, was aus meiner Sicht völliger Blödsinn ist, weil die Story die größte Stärke von The Medium darstellt. Aber wie gesagt, die meisten der Reviews klingen alle ähnlich. Und trotzdem klafft die Spanne der Bewertung so unglaublich weit auseinander. Und da kommt das nächste Problem des Bewertungssystems ins Spiel. Es gibt einfach zu wenig Reviewer für zu viele verschiedene Spiele. Und so müssen auch mal Leute ein Spiel testen, von dem sie eigentlich keine Ahnung haben. Und auch das liest man oft genug aus den Reviews heraus. Jemand, der hauptsächlich FIFA und Call of Duty spielt, ist der qualifiziert, ein Dragon Age zu bewerten? Jemand, dessen einzige Erfahrung mit Horrorspielen von Resident Evil, Silent Hill, Dead Space und so weiter kommt, ist der qualifiziert, The Medium zu bewerten? Oder die Dark Pictures Anthology? Blair Witch? Outlast? Oder auch eine interessante Frage, müssen diese Spiele sich vergleichen lassen, nur weil sie alle als Horrorspiele gelten? Zu Zeiten des NES oder auch Super NES gab es Shoot'em-ups, Plattformer, Action-Adventure, Rollenspiele, Prügelspiele, Puzzlespiele und so weiter. Die Genres waren klar definiert und innerhalb ihrer Genres waren die meisten Spiele relativ gleich, aufgrund der begrenzten technischen Möglichkeiten. Und dementsprechend konnte man sie natürlich auch sehr gut miteinander vergleichen. Heutzutage sieht das aber anders aus. Action-Adventure bekommen Rollenspielmechaniken, Rollenspiele bekommen Shooter-Elemente, Plattformer verschmelzen mit Action-Adventures und Shooter bekommen Plattformer-Einlagen und so weiter. In den letzten 15 bis 20 Jahren sind so viele Subgenres entstanden, Unterkategorien, die es immer schwerer machen, Spiele direkt miteinander zu vergleichen. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Fallout 4. Ein Spiel in First-Person-Perspektive, es gibt Waffen und man schießt auf Gegner. Man kann seinen Charakter aufpowern und an die eigene Spielweise anpassen. Und dann haben wir Doom Eternal. Ein Spiel in First-Person-Perspektive, es gibt Waffen und man schießt auf Gegner. Man kann seinen Charakter aufpowern und an die eigene Spielweise anpassen. Sollte man diese beiden Spiele miteinander vergleichen? Okay, ihr sagt, der Vergleich hinkt, ich hab verstanden. Bleiben wir also im gleichen Primärgenre Rollenspiel. Dann haben wir also Fallout 4 und vergleichen das mit Dragon Age Inquisition. Oder passt Wasteland 3 besser, wegen Postapokalypse und so? Wäre das ein fairer Vergleich? Ich liebe Rollenspiele, vor allem die Dragon Age Reihe und auch Fallout gefällt mir sehr gut. Mit Wasteland konnte ich aber nicht viel anfangen. Ich hab's probiert, es konnte mich nicht halten. Und genauso gibt es Spieler, die Wasteland und ähnliche Spiele lieben, aber mit Fallout nichts anfangen können. Und das ist ja auch das Tolle am Gaming. Die Leute müssen sich gar nicht mehr für die gleichen Sachen begeistern, nein, es ist für jeden was dabei. Aber wäre ich jetzt qualifiziert, ein Wasteland 3 zu bewerten? Ich denke nicht und ich würde auch nie auf die Idee kommen, dazu ein Review zu machen. Wenn ich ein Review zu einem Spiel mache, dann ausschließlich zu Spielen, die ich mir selbst kaufe. Oder die im Game Pass sind, was auch immer, aber halt ausschließlich zu Spielen, die ich selbst gern spiele. Das kann ich aber machen, weil ich nur einen mini-kleinen YouTube-Kanal habe, den ich rein als Hobby betreibe und den ohnehin kaum einer kennt. Ich selbst kann entscheiden, was ich spiele und vor allem, was ich teste. Die meisten Reviewer, die professionellen Reviewer, haben diesen Luxus nicht. Die machen das, weil es ihr Job ist, weil sie davon leben, weil es ihre Miete bezahlt. Und die müssen das testen, was man ihnen vorsetzt, ob sie mit dem Spiel und privat auch was anfangen können oder nicht. Völlig egal, sie müssen da durch. Und wie bei allem anderen im Leben auch, bewerten Menschen Dinge anhand ihrer Vorlieben, anhand ihrer Erfahrung. Und jemand, der Horror nur aus Resident Evil und ähnlichen Spielen kennt, wird der ein Spiel wie The Medium nicht von vornherein schlechter bewerten? Und so kommt es dann zustande, dass die Reviews zu The Medium, und wie gesagt, The Medium steht hier nur als Beispiel, aber die Reviews zu dem Spiel klingen alle relativ ähnlich. Und trotzdem geht die Spanne an Bewertungen so weit auseinander. Und nicht alles daran ist dem Konsolenkrieg oder Clickbait geschuldet.
Und deswegen bin ich absolut kein Fan von dem ganzen System, denn ich denke, so wie es heute Anwendung findet, ist es komplett kaputt und funktioniert nicht. Und wenn ich mir heutzutage noch ein Review durchlese, was ohnehin kaum noch vorkommt, aber wenn, dann lese ich auch wirklich nur den Text und beachte die Noten nicht mehr. Denn nicht nur, dass der Tester das Spiel vielleicht völlig anders bewertet, als wir es tun würden, die Note, die er uns am Ende vorsetzt, wird von uns vielleicht auch noch ganz anders interpretiert, als der Tester sie gemeint hat. Einfach, weil wir Spieler diese Note eben auch nur anhand unserer eigenen Erfahrung interpretieren. Im Grunde ist das wie bei Stille Post. Einer sagt was, der nächste versteht es falsch. Natürlich hat man da auch immer den einen Witzbold dabei, der es zwar korrekt versteht, aber trotzdem falsch weitergibt, weil es viel witziger ist. Was bei Stille Post aber noch ein Teil des Vergnügens darstellt, ist aus meiner Sicht hier der Grund, warum das ganze System so nicht funktioniert. Und es ist auch einer der Gründe, weshalb ich in meinen Reviews zum Beispiel auf Endnoten verzichte und lieber versuche, alle Vor- und Nachteile des jeweiligen Spiels so gut wie möglich zu beschreiben. Und ich bin der Meinung, das sollten alle Outlets tun. Aber wie dem auch sei, das ist wie immer nur meine Meinung und da das Video jetzt am Ende ist, wie steht ihr dazu? Lest ihr Reviews noch richtig durch oder überfliegt ihr sie im Bestfall nur und springt dann gleich zur Note? Und mal Hand aufs Herz, hat eine Metacritic-Bewertung schon mal eure Kaufentscheidung beeinflusst? Wie sehr interessieren euch die Bewertungen von Spielen? Schreibt mir das wie immer in die Kommentare oder haut mich auch gern gleich auf Twitter an, wo ich auch regelmäßig meinen Senf zu allen möglichen Themen rund ums Gaming dazugebe. Wie gehabt, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt mir das mit einem Daumen nach oben, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und wenn ihr glaubt, dass ihr jemanden kennt, der genau dieses Video unbedingt sehen muss, dann teilt es mit ihm. Ich für meinen Teil verabschiede mich und bedanke mich nochmal für die Aufmerksamkeit. Ich bin immer noch Lotus Sun und wir sehen uns im nächsten Video.